Heute in diesem Video hat jemand vor Schloss gekackt. Ist jemand stinkend sauer? Und dann finden wir noch einen Leuchtturm. Mitten in Dresden? Hä? Er will die Wurst nicht und dann klaut er mir sie doch. Ja, was ist das denn für ein Dorf? Gibt's dort Wein? Wir ergründen für euch, wo Wein herkommt. Und das in Sachsen und das in Dresden. Wir machen eine Schlössertour und brechen die ab, weil Tommy so richtig, richtig, richtig stinkig ist. Aber richtig stinkig. Jetzt machen wir ihn nicht mehr stinkig und geben ihm das traditionellste Eis Dresdens. Bleibt dran und seid gespannt. Freunde, wer kennt's? Habt ihr eine Ahnung, was das ist dort hinten? Na, Wochenende bin ich etwas beruflich unterwegs und wir nutzen natürlich die Zeit auch gleich zu dritt. Dafür haben wir ja das Wohnmobil. Und wer nicht weiß, was das da hinten ist, ich zoome mal näher ran. Und dann bitte. Da 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 di da 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 di da 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 da. Na, habt ihr es erraten? Na, wenn ich so gut singe, ne, oder summe, dann wisst ihr doch Bescheid, oder? Also Freunde, ich war's nicht. Sauerei, hä? Direkt vor Schloss gekackt. Na klasse. So, jetzt wisst ihr, glaube ich, Bescheid. Steht alles dran, ne? Schöneres Wetter gibt es gar nicht. Wir haben jetzt heute 14 Grad.
Es ist so leicht düsig, aber richtig schön warm und frühlingshaft. Schaut euch das an, Leute. Ganz am Anfang die kurfürstliche Weitschenke. So, Freunde, jetzt kommt die Attraktion. Ah, man sieht es hier schlecht. Ihr kennt ja von vorhin noch die Aufnahmen vom Wasserschloss, ne? Ich zoome mal ran. So, jetzt schaut mal ganz hier hinten in der Flucht. Mit Sicherheit 2 bis 3 Kilometer entfernt. Der wollte genau hier sitzen und sein Schloss sehen. Umgeben von Wald, nur diese Schlucht mit Blick auf das Schloss. Ich zeige euch das nochmal. Hier wäre das Fenster gewesen, oben mit Sicherheit auch. Und dann geht es hier durch. Wahnsinn, oder? Blick auf Schloss Moritzburg. Und ihr Lieben, jetzt kommt die nächste Überraschung. Von der anderen Seite, genau gegenüber, hat der sächsische König damals dahin geschaut, auf einen Leuchtturm. Ist das nicht fantastisch? Ich zoome es euch mal ran, aber wir gehen dann auch daran vor. Na, da ist er doch. Ich glaube, heute bekommen wir so viel Videomaterial, dass wir heute Abend schon mal ein Video hochladen, wenn ich noch Zeit finde. Und dieses kleine Schlösschen hier oben ist das Fasanenschlösschen. Und hier seht ihr auch warum. Weil hier Fasanen sind. Ah, da ist doch so ein Kumpel. Hey, Fasan. Ich krieg dich nicht scharf. Wo ist er hin? Ausgebüxt. Kruzifix. Ein Amherzfasan steht hier. Hallo. Fasan. Thank you.
glaube, die sind halt alle etwas gut drauf. So, ich bin ein bisschen aufgeregt. Die sind etwas auf Krawall aus. Hier sind zwei. Da sind zwei. Ruhe. Bist du ruhig jetzt? Und Tommy hat seine Schlange hierher geworfen. Ah, ich hab sie. Da haben wir doch gleich mal hier ein wunderschönes Bild. Morgen 6.30 Uhr am Samstag Arbeitsbeginn. Morgen, Anna. Morgen. Da darf natürlich ein Kaffee auch nicht fehlen. Ne? Was sagt er denn zu meiner Kaffeetasse? Auch an dich, lieber Tommy, guten Morgen. Er ist gerade erwacht, 7.30 Uhr, Samstag. Jaga. Naja. Jaga. Also quatschen kann er schon. Jaga. Ui. Na, wie war denn deine Nacht? Gut? Also wir haben Bombe geschlafen. Ein Wohnmobil ist schon weg. Die sind zeitig los. Oh, naja, also es wird bestimmt heute wieder so schön wie gestern. Ne? Leichte Bewölkung da oben, Jäger. Aber warm. Jäger. Jo. Sich einer ein Nest gebaut. Ein Schlafsacknest. Da kann sich Tommy verstecken und in Ruhe seine Serie angucken. Braucht halt jeder seinen Rückzug, ne?
Jäger. Aber das Essen nicht vergessen, Tommy. Weiter essen. Ist gar nicht so einfach. Müssen wir mal aufpassen, was er so im Mund hat. Nicht, dass er sich verschluckt. Da steckt sich auch gerne mal etwas mehr Essen in den Mund. Müssen wir wirklich aufpassen. Ich muss mal wirklich sagen, das ist, also was wir so erleben auf diesen Gratis-Stellplätzen, also es ist schon beeindruckend. Klar gibt es jetzt hier, wie zum Beispiel bei dieser Stromsäule, gibt es verschiedene Ausführungen. Der zum Beispiel hat das, was die meisten eigentlich anbieten, 1 Euro für eine Kilowattstunde. Eine Kilowattstunde, also das ist, also für uns reicht das 24 Stunden, ne? Und da muss man wirklich mal ein Lob aussprechen, gerade für die Städte oder für die Plätze, die das machen. Das ist einfach toll. Man steht hier wirklich für 1 Euro. Da hinten zum Beispiel hat man die Entsorgung, ne? Da kann man seine Chemietoilette ausleeren. Die Wohnmobile können über diese Grube da drüber fahren, die seht ihr jetzt nicht, die ist hinter dem Busch. Und hier ist zum Beispiel auch gratis Frischwasser. Also das ist schon wirklich Service, ne? Und so macht das Spaß, sich Städte anzugucken oder irgendwo zu stehen. Das ist perfekt. Jäger. Da hat man es wieder gegeben, aber abgebissen. Ja, und nochmal guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind hier in Dresden am Spitzhaus. Normalerweise kenne ich den Weg nach oben hier nur mit
Treppen. Heute sind wir durch Tommy mal rangefahren. Und ihr habt hier einen normalerweise tollen Blick über Dresden. In der Mitte zentriert, ich weiß nicht, ob man das am Telefon erkennen kann, ist die Altstadt von Dresden zu sehen. Es ist heute sehr düsig. Ne? Hier hinten könnt ihr ahnen, die Elbe. Auf jeden Fall ein wunderschöner Ort. Und hier unten seht ihr schon die ersten Arbeiten am Weinstock. Das geht jetzt alles los hier. Und am Spitzhaus vorbei geht der Weg jetzt zu einem Bismarckturm. Und da hat man auch nochmal tolle Aussicht. Tommy hat ganz andere Hobbys. Der braucht wieder Stöcker. Und da ist noch ein Taschentuch. Hoffentlich war da ein Kackhaufen daneben. Das wär's jetzt noch. Hier sind wir am Weinstock und da seht ihr die angebotenen Weine genau hier von diesem Tor. Da ist unser Flieger auch schon wieder, da dreht halt seine Runden. Keine Ahnung, ob das Probeflüge sind, aber das geht schon über eine Stunde. Anna, ja. Und das ist der Weg hoch. Okay. Hier ist normalerweise der Weg, der hier hochgeht. Da geht da lang. Katastrophe, kann ich euch sagen. Müssen wir ja heute nicht haben. Das Wetter ist, wie gesagt, nicht ganz so gut. Deswegen ist hier auch nicht so viel los. Was ja ganz schön ist, ne? Hier ist die Seite von der Elbe, wo die meisten Weinberge sind. Hinten am Horizont, da seht ihr noch, ich weiß gar nicht, was das für Schlösser sind. Auch sehr sehenswert. Also tolle Ecke hier in Dresden. Da ich ja hier gewohnt habe, in Dresden, kenne ich mich ein wenig aus. Nur mit den Namen hapert so ein klein wenig. Baran, Tommy, Baran. Hier wächst du hin, Baran. Baran heißt Kopf an Kopf. Da ist noch ein Baby, Anna. Jäger, 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 komm, Jäger.
Jäger. Altkötschenbroder. Das ist es ein Stadtteil von Dresden? Nee, ich denke eher nicht. Am Rand von Dresden. Ist auf jeden Fall mit der Straßenbahn bequem von Dresden zu erreichen. Und das ist so toll da. Die haben den schönsten Weihnachtsmarkt, ne? Die ganzen Touristen, die rennen in Dresden auf die ganzen Weihnachtsmärkte. Das ist alles Käse. Da ist der schönste. Dann haben sie ein wunderbares Weinfest im Herbst. Da müsst ihr im Internet mal schauen, wann der Termin ist für das jeweilige Jahr. Es ist ein Traum. Ne? So wunderschön. Und wir spazieren hier jetzt Anfang März da durch. Es ist sommerlich warm und wir genießen das. Ne? Weil jetzt sind wenig Leute da und jetzt kann man alles in Ruhe anschauen. Ne? Ich hoffe, es gefällt euch genauso. Давай. Die Schaufel ist kaputt. Das ist
Schaukel ist nicht kaputt, du, zu schwer. Das ist after das, das Diät. Zu leicht oder was? Guten Morgen, liebe Freunde. Tag 3 heute. Nee, eigentlich Nacht 2. Also wir haben auf jeden Fall Sonntag, ne? Und die Sonne lacht und das ist so warm. Ja, arbeitstechnisch habe ich nichts mehr jetzt in Dresden zu tun. Somit können wir den ganzen Tag nutzen, um uns noch was Schönes anzugucken. Aber ich überlege noch. Ihr werdet es ja sehen. Das ist so ein Traum heute. Das ist die Sonne. Also, wir haben ja alles offen. Und hier scheint die Sonne rein und so warm. März. Was haben wir heute? 2. März? Nee, 3. März. Also, Wahnsinn. Also, das ist schon. Da werden wir bestimmt noch tolle Dinge heute erleben. Und natürlich videografisch festhalten. Aber vorab, ihr könnt euch ja mal in den Kommentaren äußern, ob bei euch genauso ein tolles Wetter war. Ja, ihr Lieben, heute ist Sonntag. Und da wir, was heißt wir, also ich trinke schon mal einen Schluck mit. Aber meine liebe Frau, die liebt Wein. Und heute schauen wir mal, weil wir gerade in Dresden sind, bei Schloss Wackerbarth vorbei, damit die Anna auch mal sieht, wie die deutschen Weine produziert werden und wo das alles herkommt, was wir so trinken. Hier, die haben einen wunderschönen Glühwein. Ja, also wir teilen das jetzt hier mit euch wieder. Gucken wir mal, das Wetter ist ja hervorragend. Mal sehen, wie lang das Tommy gefällt hier. Da drin gibt es die Köstlichkeiten. Ui, 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 ui. Aber jetzt gucken wir uns erstmal Schloss Wackerbarth an. Und gestern haben wir ja bereits im Video schon gesehen, die Weinberge werden ja jetzt schon vorbereitet, geht ja jetzt schon los. Und Anna, guck mal, siehst du die Leute hier oben? Thank you.
Ja, Freunde, jetzt sind wir in Dresden und jetzt gucken wir uns mal ein paar Schlösser an mit Elbblick. So, die Familie ist fertig mit frischen Pampers und dann geht's da rein. Wieder, wo wir, von wo wir kommen, Anna. Thank you.
Ja, Freunde, wir müssen jetzt leider hier abbrechen. Tommy ist nicht so gut drauf. Aber hier haben wir noch ein Bild gefunden, wie das im Sommer aussieht. Alle drei Schlösser. Ne? Unten seht ihr einen Elbdampfer. Also traumhaft schön. Wer mal nach Dresden will, unbedingt angucken. Und hier, naja, wir gehen besser zum Auto. Das ist nicht so optimal. Muss halt auch mal sein, ne? War vielleicht ein bisschen viel für ihn. Ja, Freunde, ihr erlebt jetzt einen historischen Moment. Ich zeige euch für mich das beste Restaurant in Dresden. Das ist das Fischhaus, das historische, angrenzend an die Dresdner Heide. Und also, wir gehen jetzt hier nicht essen, aber wir sind vorbeigekommen und wollten es euch mal zeigen. So sieht es drin aus. So. Also wirklich sehr zu empfehlen. Wer mal sowas in die Richtung sucht. Anna, ist nicht zu kompliziert wie viel mir? Ihr seht, wir haben vom Wald in die Stadt gewechselt, aber naja, wie ihr alle wisst, Anna, wir müssen links rum, liebt ja Tommy Pommes und der hat sich jetzt so halbwegs einbekommen. Es geht besser gerade mit seinen, naja, mit seinem Befinden. Also kriegt ihr jetzt ein paar Pommes und dann geht es ihnen hoffentlich noch viel, viel besser. Ja, das ist die Prager Straße von Dresden. Nichts Spektakuläres. Halt Innenstadt, ne? Läuft Anna. Subway. Alles closed. Ach du Heimatland. Ab 23.10.23 bleibt dieses Restaurant geschlossen. Oh mein Gott, Tommy. Wir verdrüsten ihn jetzt schon zum zweiten Mal. Ich glaube, da könnte sich seine, wie wir so schön sagen, sein Mut ändern. Wieso hat denn dieser McDonald's zu? Ich glaube, das war der meistbesuchteste McDonald's in ganz Dresden. Also da jetzt McDonald's zu hat, gibt der Tommy Eis. Und das ist das berühmteste Eis in ganz Dresden. Und er ist happy. Das ist doch schön. Anna ist auch happy. Freunde, das ist die berühmteste Waffel von Dresden. Auch sehr traditionell. Geschmack aus Kindertagen. Hat der Tommy sein Eis. Und wir haben diese tolle Waffel. So, Freunde, wir wollen uns verabschieden von diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt außerhalb von Dresden einen McDonald's gefunden. Der Tommy hat seine Pommes und einen kleinen Burger. Und ihr seht, jetzt lacht das Kinderherz wieder. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt schon Nachmittag. Wir müssen noch eine Stunde zurück nach Görlitz. Da noch ein bisschen was vorbereiten für morgen. Er hat ja morgen Schule. Wir müssen arbeiten und ja, dann schauen wir mal. Vielleicht kriege ich das Video ja heute noch fertig. Ansonsten
Morgen zum Montag. Jubba, jubba. Und für alle, die jubba noch mehr sehen wollen von uns, ich verlinke euch mal unten unseren Instagram-Kanal. Ne, da könnt ihr jederzeit vorbeigucken. Da seht ihr das Neueste. Auch ein ganz anderer Content mit Bildern und Videos. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ne? Macht's gut.